Grüß dich und willkommen zur TAP-Herausforderung in Blue Zero 6 am 23.05.2023 auf der Karte Hochfinanz-Schwierigkeitsstufe schwer im Schimpansen-Modus und das sind die Regeln. Du hast 100.000 Startgeld, ein Startleben. Das Ganze spielt sich in Runde 92 ab. Hier kommen sehr viele Moab-Klassen. Affenwissen ist hier deaktiviert und der Rest ist nicht so wichtig. Okay, los geht's. Diesmal gibt es wirklich einige unterschiedliche Lösungen. Du kannst das Ganze zum Beispiel in Kombination mit dem Bumerang-Affen, dem Klebstoffschützen und dem Druiden schaffen oder dem Klebstoffschützen und dem Superaffen. Ich habe mich aber für voll der Lösung entschieden und zwar nimm zuerst mal einen Mörseraffen und platzieren hierhin und zwar so weit wie möglich nach rechts. Der schaut bei mir schon zur Hälfte auf die Straße. Dann machst du als Verbesserung 0, 2 und 1, 2, 3, 4 auf der letzten Reihe. Dann sagst du hier Ziel einstellen und setzt dein Ziel hierhin direkt an die Kreuzung. Dann benötigst du noch einen Eisaffen und der kommt hier an diese Stelle hin, so weit nach links wie möglich, also in etwa auf den Baum musst du den setzen, ja. Und dann machst du als Verbesserung 0, 3 und 2 auf der letzten Reihe. Und dann benötigen wir noch den Hubschrauberpiloten. Wo ist er? Da. Und jetzt kannst du diesen Hubschrauberpiloten auf die Eisfläche setzen. Also der passt auf jeden Fall noch hin, wenn du alles korrekt platziert hast. Unser Hubschrauberpilot bekommt hier 5, 0 und 2 als Verbesserung. So. Wenn du all das getan hast, kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Unser Mörseraffe entzieht den ganzen Moab-Klassen jetzt die Verstärkung. Dadurch sind sie natürlich leichter zum Platzen zu bringen. Hier kommen jetzt auch 4 ZOMGs. Die waren auch alle verstärkt, aber wie gesagt, durch den Mörseraffen ist die Verstärkung weggefallen und unser Hubschrauberpilot hat ein deutlich leichteres Spiel mit den ganzen Bloons. So, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und einen Affensturm. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.